Ungarndeutsche wurden vertrieben und kommen vereinzelt zurück. Neusiedler sind bereits im Dorf. Fremde wohnen im Haus der Heimkehrer. Wohin verschwindet die Heimat? Wo sind die Männer der Frauen? Familien sind zerrissen, vereinzelte Personen, die den Krieg überlebt haben, sind nun auf der Suche nach einem neuen Leben in einer sich gänzlich neu bildenden Gesellschaft. Ein sehr spannendes Stück, das wir selbst entwickelt haben, beziehungsweise der Regisseur Clemens Bechel und der Dramaturg Franz Huber haben das gemeinsam geschrieben, anhand von Recherchearbeiten und Erzählungen von Zeitzeugen. Wir geben ein, soll ich sagen, so ein Überblick vom Jahr 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Ungarndeutschen vertrieben worden sind. Und wir gehen in ein Dorf in Südungarn, irgendein Dorf, und da zeigen wir das Leben von Leuten, die nicht vertrieben worden sind, von Ungarn, von solchen Ungarn, die aus der Slowakei nach Ungarn umgesiedelt worden sind. Und es gibt auch eine Roma-Figur in der Geschichte. Es ist eine sehr spannende Zeit in der Geschichte, nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa eigentlich. Alle Familien haben Traumata wegen des Krieges. Und in Ungarn speziell, es ist der Anbruch der Sozialismus, der Kommunismus. Und die ganze Gesellschaft wird umstrukturiert quasi. Und diese Wandlung möchten wir zeigen, wie die einzelnen Menschen während dieser Zeit womöglich gelebt haben oder was ihre Sorgen waren, wie war ihr Alltag. Die einzelnen Figuren untereinander sprechen schon Themen an, ungerechte Geschehnisse aus verschiedenen Perspektiven, aber natürlich in der Öffentlichkeit haben sie das damals auch nicht getan, aber untereinander. Und auch untereinander gibt es verschiedene Blickwinkel und verschiedene Traurigkeiten. Und es ist tatsächlich, das Stück ist sehr spannend, deswegen ist es fast wie ein Krimi. Und diese bedrückende Atmosphäre der damaligen Zeit, wie wir das denken, dass es war, wiedergibt das Stück auch, finde ich. Heute ist die Premiere. Das ist die Premiere. Also wir hatten schon mal ein ähnliches Stück, also das heißt Schweres Gepäck, das wir vor zwei Jahren auf die Bühne brachten. Es war auch ein historisches, dokumentarisches Stück. Und das Interessante auch an dieser Vorstellung und auch der damaligen ist es, dass wir nicht nur auf der Bühne spielen, im Theater, sondern rausgehen, auf die Straße, auch in anderen Spielorten. Jetzt in zwei verschiedenen Gebäuden werden wir noch spielen und die Zuschauer, die folgen uns mit Kopfhörern, mit Silent Disco Kopfhörern, und da geht der Ton ungefähr in der Hälfte der Vorstellung, und manche Szenen sprechen wir live. Also das ist fast so, glaube ich, als würde man einen Film sehen, live. Der Titel ist 1948, ohne Gepäck. Und das Wort Gepäck ist deswegen wichtig, weil wir auch unser erstes Stück in der Art haben als schweres Gepäck benannt. Das bezieht sich auf die Bündel, mit denen die Donau, also die Ungarndeutschen, weggehen mussten, oder auch mit den Bündeln, mit denen die damals gekommen sind, vor 300 Jahren. Und die nach der Vertreibung zurückgekehrt sind, die sind ohne Gepäck gekommen. Oder die Leute, die nach dem Krieg in Gefangenschaft waren und dann aus den Lagern zurückkehrten, die sind auch ohne Gepäck wieder angekommen. Und deshalb der Teil ohne Gepäck und das Jahr ist einfach, weil das tatsächlich aus dem Jahr ein Fazit oder ein Auszug ist. Unser Plan ist, dass wir ab Mitte Oktober das auch auf Ungarisch anbieten können, also zumindest den Teil, was im Kopfhörer läuft, dass die Zuschauer dann die Sprache auswählen dürfen. Etwas Besonderes an diesem Abend, das sieht man ja hier, wo wir gerade stehen, dass wir nicht nur im Theater spielen, sondern dass wir versuchen, im Theater, aber auch an anderen Spielorten, die Szenen zu zeigen, die wir erarbeitet haben.
gab es zwei Ereignisse, die eigentlich relevant für mich waren. Das eine war bei der Eröffnung eines Denkmals für die Vertriebenen, wo die Vorsitzende des Landesverbandes, ich weiß nicht, wer gesagt hat, man dürfe nicht vergessen, die Situation von den Donauschwaben, die in Ungarn geblieben sind und die in der Geschichtsschreibung komischerweise ja kaum eine Rolle spielen. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und das andere war ein Gespräch mit einer Museumsdirektorin aus Budaörs, die mir von ihrem Großvater erzählte, der vertrieben wurde und der aber in eine ungarische Frau verliebt war und der nach wenigen Monaten in Deutschland seine Sachen gepackt hat und wie so viele andere illegal zurück über die Grenze ist und dann sehr lange in Ungarn, aber unter sehr schweren Bedingungen gelebt hat. Also wir waren ein sehr reicher Hof und hat sich dann lange als Tankwart an der Tankstelle verdingt. So. Und diese beiden Ereignisse fand ich sehr spannend und gerade nachdem wir uns zuerst mit der Vertreibung auseinandergesetzt haben, hatte ich das Gefühl, dass es wichtig ist, historisch auch auf dieses Thema einzugehen, eben weil es so unterbelichtet ist. Weil man spricht immer von der Vertreibung oder sehr viel von der Vertreibung, aber über was es bedeutet hat, für Donauschwaben hier zu sein, ihre Kultur ablegen zu müssen oder ihre Namen zu ändern, die Sprache nicht mehr sprechen zu können und. Das ist eigenartigerweise zumindest in Deutschland kein Gesprächsthema. Ich finde es aber auch interessant aus einem anderen Grund, also jenseits der historischen Ebene, fragt dieser Abend schon ein bisschen nach dem, was Heimat ist auf der einen Seite und was nationale Identität bedeutet. Und das finde ich ist jenseits der historischen Ereignisse auch heute relevant, auch politisch relevant.